Zwei Schwerverletzte forderte ein Verkehrsunfall heute Abend um 20 Uhr auf der Landstraße 528 zwischen Halver und Kirspe. Der 25-jährige Fahrer eines älteren Audi RS4 war beim Versuch, einen anderen Pkw zu überholen, in Schleudern geraten und zunächst gegen einen Baum geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite geschleudert. Der Fahrer und sein 21-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die Tachonadel des total beschädigten Pkw war bei 120 Stundenkilometern stehen geblieben. An der Unfallstelle besteht eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 km/h. Die Landstraße zwischen Kirspe und Halver war für 2 Stunden voll gesperrt. Ein Spezialunternehmen wurde angefordert, um die ölverschmutzte Fahrbahn zu reinigen.